Herr Baumgart, hallo. Borussia Mönchengladbach hat in den letzten Wochen zu zumindest guten Ergebnissen zurückgefunden. Haben Sie das Gefühl, dass sich auch sportlich auf dem Platz was verändert hat, dass sich diese Ergebnisse eingestellt haben? Wie nehmen Sie den Gegner gerade wahr? Den Gegner als das, was er ist, ein sehr starker Gegner, ein Gegner mit einer sehr hohen Qualität. Sie haben auch immer wieder Probleme gehabt mit Spielern, die gefehlt haben, die jetzt nach und nach zurückkommen. Und ich sage mal, aus den letzten Spielen 10 Punkte zu holen, das ist dann schon eine Ansage, gerade auch aus der Situation, aus der Sie waren, weil das dann doch schon eine schwierige Situation für Sie war. Und dementsprechend werden Sie gegen uns gut vorbereitet sein. Aber das ist ja das, was man erwarten sollte in einem Derby, dass zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die gut vorbereitet sind. Und trotzdem muss man sagen, haben Sie Ihre Situation ja in den letzten 5 Wochen sehr, sehr gut verbessert. Können ruhiger, glaube ich, dann auch für alle in Gladbach einfach ruhiger schlafen. Ja, und jetzt geht es einfach darum ums Derby. Und da wollen Sie nicht nur gewinnen, sondern wir auch. Dementsprechend wird die Intensität oder sollte die Intensität sein und darauf wird es ankommen. Aber erstmal sind Sie sehr stabil geworden in den letzten Wochen wieder. Es wird das erste Derby sein seit 2019, bei dem auch beide aktiven Fanszenen wieder im Stadion sind. Ist das etwas, was Sie persönlich freut, dass Sie vielleicht nochmal zusätzlich Lust auf dieses Spiel gibt? Oder haben Sie vielleicht, gehören Sie auch vielleicht zu denjenigen, die dann, ich sage jetzt mal, Sorgen haben, Bedenken haben, dass auf der Tribüne was passieren könnte? Also erstmal bin ich kein Mensch, der gerne mit Sorgen durch die Gegend läuft und ich gehe davon aus, dass sich alle auf dieses Derby freuen und dementsprechend sollten wir das auch als das nehmen, was es ist. Es gibt Rivalitäten, die gibt es schon sehr lange. Ja, die gehören, finde ich, auch im Sport dazu. Aber dafür sind ja beide Mannschaften zuständig, diese Rivalitäten auszufechten und beide Fanlager natürlich auch mit einer gewissen Lautstärke. Ja, und alles andere würde ich dann für schwierig finden, auch in der jetzigen Situation, wenn es da um andere Sachen geht. Also ich glaube, wir haben insgesamt eine schwierige Situation. Ja, also nicht nur für die Vereine, sondern insgesamt auch außerhalb des Fußballs. Und ich finde, da sollten wir den Fußball nehmen als das, was es ist, ein Fest. Zu zeigen, dass wir Spaß haben, zu zeigen, dass wir frei leben wollen und das ist eine Möglichkeit. Und die Derbys sind mit das Wichtigste, was wir haben. Warum? Es ist nicht nur dieses Derby, sondern es gibt viele Derbys, die dementsprechend für viel Fußball und Emotionen stehen. Und das sollte auf dem Platz zu sehen sein und auch im Stadion zu erkennen sein. Ich glaube, das ist das eine. Aber dass beide Fanlager da sind, also ich glaube, das macht ja das Derby aus. Also darauf muss mich keiner ansprechen. Ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich ein großes Grinsen habe, wenn das Stadion voll ist, wenn es richtig heiß hergeht. Und das macht ja auch den Fußball aus, dass man Spaß hat. Und darum geht es, Spaß zu zeigen. Ja, ich glaube, beide Fanlager werden alles raushauen und wir sollten das auf dem Platz machen. Und das hoffe ich auch, dass das dann ausreicht. Also ich brauche jetzt nicht drum herumreden. Wenn es keiner aufmacht, mache ich es auf. Wir wollen, wenn es geht, so gut wie möglich abschneiden. Das ist der Punkteziel. Und wenn es geht, klar, lass uns doch international angreifen. Um mehr geht es ja sowieso nicht mehr. Absteigen können wir nicht mehr. Also sollen wir nach oben gucken. Und das sollten wir tun. Die Leistung der Jungs war bisher so. Also rufen wir es aus. Ab. Los geht's. Ja, so bin ich. Manchmal gibt es neue Töne.